Hallo meine Lieben, heute kommt endlich wieder ein Beauty-Check, was ich schon die ganze Zeit vorhatte. Einige haben das vielleicht schon mal in meinem Haul gesehen, da hatte ich eine Menge Catrice Clean ID Produkte eingekauft. Und zwar ist das eine neue Serie, nennt man das so, die Catrice rausgebracht hat. So sieht die aus, hier mit diesem Clean ID Logo. Und da habe ich wirklich für ein Full-Face-Make-up alles dabei und bin auch sehr gespannt gewesen, ob das wirklich so clean ist, wie die damit werben. Das heißt, wir machen Full-Face-Make-up und ich sag euch, da habe ich nämlich vorher schon recherchiert, wie clean das Produkt wirklich ist. Und jetzt mache ich mir erstmal einen Zopf und hole euch noch ein Stückchen näher ran. So, mein Gesicht ist schon mal gereinigt. Wir fangen an mit einem Insta Bright Serum Primer. Ich habe zwei Primer, aber das hier ist erstmal dieser hier. Oh, meine Nägel. Ich habe es nicht geschafft, die zu machen. Hier wirbt es silikonfrei, mikroplastikfrei, partikelfrei, vegan und ja. Was ich sagen muss, was ich nicht verstehe, also da ist einmal Alkoholdinat drin und aber vor allem auch relativ weit vorne. Also ich habe es gemacht, wenn es in den Inhaltsstoffen ganz weit hinten ist, dann ist ja nicht so schlimm. Das ist ja dann anteilig am geringsten. Aber da ist an, ich meine, vierter Stelle oder sowas, ist da tatsächlich, sind Alkane drin. Und Alkane sind Silikone. Ich denke so, ja gut, es gibt natürlich gut für Silikone, schlechte Silikone, also welche, die sich abwaschen lassen und welche nicht. Aber trotzdem finde ich es dann irritierend, wenn da steht silikonfrei. Und das ist so ein bisschen getönt. Und das werde ich jetzt auf eine Gesichtshälfte hier raufklatschen. Und auf die andere dann den anderen Primer, den ich habe. Und Primer mache ich eigentlich immer mit der Hand, weil ich finde, dann fühlt man auch immer gleich nochmal wieder so performt. Also er hat eine recht feste Textur, finde ich, und riecht auch ein bisschen parfümiert irgendwie. Ja, aber ansonsten ist das okay. Ganz leicht backig, ist jetzt aber nicht so, dass es abmattiert, macht aber auch nichts. Weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt gar nicht sagen, hat jetzt nicht so einen Wow-Effekt. Ja, so, dann habe ich hier diesen Pore Minimizer Primer. Und ja, steht genau das gleiche silikonfrei, also genauso wie auf dem anderen. Und das enthält auch Alkane. Das ist ein bisschen heller vom Ton her. Mal gucken. Der fühlt sich ein bisschen weicher an, sag ich mal. Ja, lässt sich, finde ich, also ist nicht ganz so fest von der Textur. Wird sich ein bisschen besser verteilen, finde ich jetzt. Es kommt ja auch natürlich immer auf den Hauttyp drauf an, ne? Also das ist natürlich sehr, sehr individuell. Aber ich finde jetzt, für meine Haut fühlt sich der Pore Minimizer etwas zarter an, etwas leichter zu verteilen, etwas weicher. Und hier der Insta Bright Serum Primer. Der ist ein bisschen fester, ein bisschen, ja, körniger vielleicht. Backt ein bisschen mehr und der macht wirklich sehr weiche Haut. Also mein Favorit, wenn man jetzt beide nehmen würde, wäre der blaue. Dann habe ich hier so einen Waterproof Concealer und ja, Waterproof spricht ja eigentlich nicht so für super Inhaltsstoffe, aber naja, gut, mal gucken. Das ist übrigens die 005 in Light Natural. Und auch da sind Alkane drin. Eigentlich benutze ich ja gar kein Concealer sonst. Aber jetzt machen wir das mal. Ja. Okay, lässt sich sehr gut verteilen, aber ist auch, also ist sehr hell, aber ist
ist sehr, doch sehr flüssig, aber auch gleichzeitig gut deckend. Also ihr seht, ich benutze selten Concealer. Ich glaube, er wird das jetzt vielleicht ein bisschen anders auftrauben. Hier habe ich so trockene Haut, das nervt, aber... Ja, ich habe auch Pinsel, aber ich finde das schön mit dem Finger. So, der ist wirklich, finde ich, sehr gut. Ich finde das häufiger beim Concealer nervig, dass der dann doch dickflüssiger ist. Lässt sich sehr gut verteilen. Dann kommen wir mal zu dem nächsten, und zwar das ist die Foundation. Das ist jetzt die Foundation, die ich habe. Und das ist die 10 Natural Sand. Auch nur, also keine Silikone, kein Mikroplastik, Mineralöl und parabenfrei. Aber auch da, also da ist einmal an zweiter Stelle Alkoholdenate und auch wieder Alkane drin. Ja, C13 bis 15 Alkane sogar an zweiter Stelle und C15 bis 19 Alkane steht hier drin an dritter Stelle. Ja, und das ist auch wieder Mineralöl. Da haben die sogar zwei genommen. Ich verstehe das nicht. So schade. Hier nehme ich mal, glaube ich, gleich ein Pinselchen. Bin mal gespannt, ob die Farbe überhaupt passt. Ich glaube, das könnte jetzt ein Tick zu hell sein. Ah, ich habe es befüllt. Aber na gut, das ist wirklich deutlich zu hell. Dann mache ich jetzt meine schöne Sommerbräune weg. Lässt sich aber sehr, sehr gut auftragen, sehr gut verteilen. Na gut, ich bin ja auch Koreanerin irgendwie in mir drinne und deswegen, ja okay, auch äußerlich, deswegen passt das ja zu dem Klischee, denn da ist man ja gerne blass. Also machen wir das jetzt mal ganz klischeehaft. Ich benutze ja eigentlich im Sommer sowieso gar kein Make-up. Ein Glück habe ich noch einen Bronzener. Ich finde Catrice wirklich gut, ne? Die Marke, also ich finde von den Drogerieprodukten ist einmal Catrice, La Vera und Alverde ist ja auch die eigene DM-Marke. Finde ich wirklich mit am besten, aber das ist ja irgendwie schade, dass das nicht drinne ist, was draußen dran steht. Ich mache mal weiter mit diesem Mineral Bronzener mit Lichtschutzfaktor. Vielleicht kriege ich damit ja so ein bisschen dieses Blasse weg. Der ist übrigens von den Inhaltsstoffen echt okay. Also anscheinend scheint das nur so bei den flüssigen Produkten zu sein, dass da halt Mineralöl drin ist. Aber hier, da ist nichts. Das ist in der Farbe 10. 010 mit Lichtschutzfaktor Light Medium. Finde ich aber dafür recht hell. So. Bin mal gespannt. Ich trau mich nicht. Okay. Damit kann man doch arbeiten. Doch, den finde ich sehr schön. Den würde ich auf jeden Fall weiter benutzen. Ist von den Inhaltsstoffen okay. Und für mich eine sehr, sehr schöne Farbe. Mit Lichtschutzfaktor steht da drin. Ah, Lichtschutzfaktor 15. Das ist doch gut. So, und jetzt sehe ich auch nicht mehr so kreidebleich aus. Bin ich sehr zufrieden mit. Mineral Matte Face Powder. Damit geht es mal weiter. Das hier. Und in der Farbe 010 Neutral Sand. Ist auch noch zu hier. Das ist auch von den Inhaltsstoffen gut. Aber eine schöne Farbe. Da gehe ich jetzt nochmal rein. Lässt sich sehr gut abheben. Finde ich gut. Obwohl ich persönlich das ja gerne im Sommer so ein bisschen glowy habe. Also nicht so ganz abmattiert. Aber ja, wir haben dann zwei Highlighter. Das ist einmal diese Palette hier. Mit mehreren Highlightern. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie dann aus Versehen zwei gekauft wohl. Hier. Dieses hier. Scharfstellen. So, ich fange mal mit der auf der Seite an. Mit diesem hier, Rosy Shimmer.
von den Inhaltsstoffen habe ich da gut hingeschrieben. Also wer so diesen krassen Highlighter-Boom braucht, für den ist das, glaube ich, nichts, aber für mich perfekt. Dieses Natürliche. Ich nehme mal das Mittlere, weil das sieht irgendwie ein bisschen heftiger aus. Oder lässt sich aber nicht so gut abnehmen. Beziehungsweise ist ein bisschen fester. Ja. Ist halt auch sehr, sehr dezent. Seht ihr ein bisschen, da schimmert auch so ein bisschen rosa. Aber man muss schon ordentlich reingehen, dass da was abkommt. Ich finde den hier schöner. Also ein bisschen mehr Auswahl, ein bisschen mehr Glow. Hier bei dem hier natürlicher Glow. Und von den Inhaltsstoffen gut. Oh, kommen wir jetzt zu der Eyeshadow Palette. Eyeshadow Palette in 010 Light. Das ist, oh Gott, was war das? Das ist diese hier. Fand ich richtig schön von den Farben. Also richtig, richtig, richtig schön. Auch gut von den Inhaltsstoffen. Und da würde ich sagen, machen wir mal ein schnelles Make-up. Ich gehe jetzt erstmal hier in die Farbe rein. Ja. Es krümelt nicht. Es ist recht, es ist überhaupt nicht cremig. Es ist wirklich, ja, pudrig. Jetzt gehe ich einmal hier in dieses, stehen da Farben drauf, nee, in dieses hier rein. Ja, es, seht ihr das? Hier schon sehr krümelig und sehr, sehr natürlich. Ich versuche mal mit dem Finger, ob das denn besser ist. Ein bisschen. Dann mache ich mit dem Finger weiter. In der gleichen Farbe. Ich habe mir auch extra übrigens gar keine anderen YouTube-Videos zu Catrice Clean ID angeguckt. Weil ich dachte, ich will da so unvorbehalten, wie es geht, rangehen. Jetzt ist hier noch so ein Glitzerton. Da gehe ich auch mit dem Finger lieber. Ich kann ja mal versuchen mit dem... Oh, das krümelt alles. Das krümelt alles so toll. Muss ich auch mit dem Finger rangehen. Mach ich. Oh, der ist aber dunkel. Okay. Glänzt auch nur ein bisschen. Man sieht halt kaum was, ne? Jetzt habe ich hier noch einen hellen Ton. Oh, der ist schön. Also, was die anderen Farben nicht haben, das hat der dafür. Kann auch hier ein bisschen außen. Oha! Der ist ja wirklich ordentlich. Jetzt gibt es hier noch zwei dunkle Töne. Ich nehme, ich glaube, den braunen Ton. Ich will nochmal versuchen, hier mit dem Pinsel reinzugehen. Aber ich sehe da schon in meinem Augenwinkel, dass das so doll krümelt. Überzeugt mich leider nicht. Bei DM war auch so viel ausverkauft immer, dass ich das direkt bei Catrice bestellt habe. Und auch da war einiges nicht da. Ja, Leute, man sieht was, aber nicht doll. Man könnte es ja auch nass machen, aber das mache ich eigentlich nie, deswegen kann ich das auch nicht so gut. Also man kann es ja nass sprühen, das lasse ich. Vielleicht haben das andere gemacht. Bin mal gespannt, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr gut damit klarkommt. Aber für mich ist das nichts. Aber wie gesagt, das ist ja auch immer so Geschmackssache. Naja, so. Kommen wir denn aber zum nächsten. Und zwar habe ich hier noch ein Clean ID Eye Pencil. Der sieht so aus. Ist so ein bisschen aus Holz. In der Farbe 010. Truly Black. Und der war gut. Ein bisschen reingehen. Ja, ist doch okay. Obwohl ich das selten benutze.
kann sie auch hierfür benutzen, dass man den hier in die Wasserlinie geht. Dann wirkt der Wimpernkranz dunkler und das Auge auch ein bisschen und die Wimpern ein bisschen fülliger. Seht ihr einen Unterschied? Natürlich sehr vorsichtig sein. Und mein Spiegel ist gerade etwas zu weit weg. Einige machen das ja auch einfach mit Augen zu. Dann gibt es hier noch ein Flüssig Eyeliner. Der enthält Alkoholdenate. Den werde ich jetzt auf Kamera auftragen. Ach, guck mal, das ist eine ganz aller. Ganz feine Spitze. Haltet ihr auch immer Luft an, wenn ihr irgendwie euch konzentriert beim Schminken? Ja, also was sehr schön ist, aber überhaupt nicht meins, der ist sehr, sehr präzise. Ich muss jetzt hier unauffällig endlich mal mein Spiegelchen, oh, der ist schmutzig, mein Spiegel auch benutzen. So, ist ja nebenbei unauffällig. Damit ihr seht, was für einen schönen Spiegel ich habe. Aber ja, der ist halt sehr präzise. Also wer das mag, das ist super, 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 super mega präzise. Aber mir ist es zu präzise. Ich habe einen von Banana Beauty. Der ist wie so ein Filzstift und hat so eine angeschrägte Pinsel. Angeschrägte Filzstiftfläche. Und den benutze ich und der hält super und wir haben noch zwei Lippenstifte, beziehungsweise drei. Einmal hier noch so ein Lip Balm mit Hanf Seed Oil, so ein grüner. Der hat hinten Parfum, verstehe ich gar nicht. Stimmt. Soll nach Hanf oder irgendwie sonst was riechen, wahrscheinlich. Nee, nicht nach Hanf. Ja. So, dann haben wir hier noch Lippenstift. Einmal hier Shiny Nude Beach in der Farbe 40. So sieht er aus. Recht dunkel. Und dann noch ein in der Farbe 050. Der sieht so aus. Und da fand ich es gerade krass. Exotic Nude. Da ist an fünfter Stelle Paraffin Wachs. C15985 heißt das. Und das ist ein in der EU beschränkter Farbstoff, wo ich denke, also es geht ja hier auch in dem Video, natürlich gucken wir kleinkariert. Sonst würdet ihr das Video nicht gucken wahrscheinlich. Das finde ich schon Clean ID und ich meine, hier steht nichts irgendwie was 80% neutral. Das vermittelt ja, dass das halt wirklich gute, cleane Inhaltsstoffe sind, auch wenn die nicht natürlich sind. Aber hier dieses Paraffinwachs in der EU beschränkt Farbstoff, das finde ich, ist schon hier bei der 050 ein bisschen. Was soll das? Also benutzen wir den natürlich nicht. Kann aber auch sein, weil die von der Verpackung anders aussehen, dass das hier die alte Version ist und hier nochmal eine neue. Weil ich weiß, die haben auch nochmal ein bisschen verbessert. Die 040 ist von den Inhaltsstoffen. Hinten sind Alkane, aber sonst ist das halt okay. Wahrscheinlich zu dunkel. Oh, ist wirklich dunkel. Ist ja eher so ein Herbstton, finde ich. Machen aber nochmal für euch, auch wenn ich es mir eigentlich nicht auf die Lippen schmieren will. Es wird schon überleben. In den anderen Ton. Der ist richtig schön rot. Nee, da finde ich doch. Ich hätte jetzt eigentlich den genommen, weil der sieht ja nicht so krass rot aus, ne? Der sieht eher so rot, so wie mein Oberteil aus. Und dafür ist er ganz schön rot. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Finde ich nicht so schön. Ansonsten sind das ganz normale Lippenstifte halt, aber ja. Den mache ich ab. Weil
das nicht meine Farbe ist. So, ich würde sagen, ich bleibe jetzt so. Ich habe jetzt noch keine Wimpern gekleidet, aber ja, insgesamt ist es ein okayes Ergebnis. Was sagt ihr? Ich glaube, das Video ist ein bisschen lang geworden. Ich mag eh solche anderen Lippenstifte hier. Wo habe ich die denn? Da benutze ich auch von Banana Beauty gerne diesen hier. Eyeshadow Palette ist, finde ich, nicht doll. Eyeliner, wenn man das gerne präzise mag, und so eine Art von Eyeliner super. Highlighter finde ich auch sehr schön, natürlich. Foundation war viel zu hell. Hat sich gut auftragen lassen. Weil man festhalten muss, in allen flüssigen Produkten von Clean ID, die ich benutzt habe, sind auf jeden Fall Alkane drin, also Mineralöl. Warum auch immer. Vielleicht klärt mich jemand auf, was das soll. Und wenn es da nicht draufstehen würde vorne ohne, ne, dann wäre es ja noch was anderes. Dann wird man ja dann auch nicht so meckern und auch nicht das so kritisch sehen. Aber wenn da extra draufsteht vorne ohne und dann ist es doch drin, ja. Concealer fand ich sehr gut, nicht so doll deckend, was ich schön finde. Lässt sich gut vertragen. Bronzer, den werde ich auf jeden Fall benutzen. Den Bronzer, den fand ich super. Und den Kajal auch, wenn ich mal einen brauche. Leute, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und vergesst nicht, mir ein Abo dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat. Da freue ich mich immer sehr drüber. Denn unsere Community wächst und das ist so schön. Ich freue mich einfach über jeden Einzelnen, wirklich. Und ich verbleibe jetzt einfach so ohne Wimpern. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Muah.